schlägst ihr denn da? Die Abenteuer von Superbär. Aha. Ja, Superbär im Kampf gegen den verrückten Dr. Zodiac. Dr. Zodiac will mit seiner Geheimstrahlenkanone alle Bäume der Welt einschrumpfen, um sie als Zahnstocher zu verkaufen. Aber er hat seine Rechnung ohne Superbär gemacht. Spannend ist das. So, so, das findet ihr spannend? Ich persönlich finde ja die Abenteuer von Super Blaubär viel spannender. Super Blaubär? Ja, das ist ein Schwippschwager dritten Grades von mir. Hab schon länger nichts mehr von ihm gehört. Aber der ist ja auch sehr beschäftigt. Muss dauernd die Welt retten und Superschurken besiegen und so Sachen. Die Welt retten? Superschurken besiegen? Und so Sachen. Also das interessiert uns nun doch. Schon irgendwie sehr. Klingt spannend. Tja, also das spannendste Abenteuer von Super Blaubär, das war... Mein Superschwippschwager flog wieder einmal seine übliche Superpatrouille und hielt Ausschau nach Superschurken, als er mit seinem Superblick eine Superschweinerei entdeckte. Da versuchte doch jemand, das Nordlicht schwarz anzustreichen. Das war der verrückte Wissenschaftler Dr. Zadiok. Ein durch und durch bösartiger Superschurke und Superblaubeers Erzfeind Nummer 1. Dr. Zadiok wollte das ganze Nordlicht schwarz streichen, damit es am ganzen Nordpol zappenduster wurde. Und wenn die armen Eskimos da oben im Dunkeln standen, wollte Zadiok ihnen billige Taschenlampen zu völlig überhöhten Preisen andrehen. So ein Halunke, ein Erzschuft. Was für ein teuflischer Plan. Kann man wohl sagen. Aber er hatte seine Rechnung ohne Super Blaubär gemacht. Super Blaubär kippte einfach eine Riesenflasche Terpentin über das Nordlicht und spülte damit die schwarze Farbe wieder runter. Gut gegeben. Das wird Dr. Zadiok eine Lehre sein. Von wegen. Das war nämlich bloß ein Ablenkungsmanöver von Dr. Zadiok. Während Super Blaubär damit beschäftigt war, das Nordlicht sauber zu polieren, konnte Zadiok seine Hyper-X-Geheimstrahlenkanone in Gang setzen. Mit einem Schuss aus der Hyper-X-Geheimstrahlenkanone konnte er nämlich alle Eskimos in Gummibärchen und Super Blaubär in ein Fahrrad verwandeln. Gummibärchen? Fahrrad? Tja, das war eben sein größter Traum. Zadiok wollte für den Rest seines Lebens am Nordpol Fahrrad fahren und dabei Gummibärchen essen. Hatte eben nicht mehr alle Tassen im Schrank, der Junge. Zum Glück wusste Super Blaubär von Zadioks Vorliebe für Gummibärchen. Das brachte ihn auf einen super Einfall. Super Blaubär flog zum nächsten Eisberg und hat den einfach so zusammengeschmolzen, dass er aussah wie ein riesiges Gummibärchen. Als Zadiok das Riesengummibärchen sah, konnte er einfach nicht widerstehen. Er hörte auf, an seiner Hyper-X-Geheimstrahlenkanone zu fummeln und ging hin zu dem Bärchen, um das mal auszuprobieren. Aber das Ding war so kalt, dass er mit seiner Zunge daran festgefroren ist. Das war jetzt seine Strafe. Am Nordpol mit der Zunge festgefroren an einen Eisberg, der aussieht wie ein riesiges Gummibärchen. Was für ein lächerliches Schicksal. Geschieht ihm recht im Unhold. Das kommt davon, wenn man sich mit Super Blaubär anlegt. Sag mal, Kinnix, wo ist denn eigentlich Hein Blöd geblieben? Der wollte zum Kühlschrank Eiswürfel für seine Himbeerlimonade holen. Ja, da wollte er hin. Dafür braucht er aber bannig lange. Ihm wird davon nichts passiert sein. Möglich ist alles. Bestimmt. Heimlich! Ich will ausprobieren, ob das Eis kalt genug ist.